das Hochtechnologiezentrum des Dritten Reiches. In dieser Reportage stoßen wir tiefer in das riesige Labyrinth aus Gängen, Hallen und Stollen vor. Wir suchen den Zugang zu der oberen Etage, wo laut Zeitzeugenaussagen eine Fertigung für Atombomben gewesen sein soll. Ein Dokument des Ingenieurbüro Fiebingers gibt einen entscheidenden Hinweis. Warum hier aller Wahrscheinlichkeit nach deutsche Atombomben gelagert, Baupläne und Dokumente über die geheimste deutsche Forschung aufbewahrt wurden, zeigen deutsche Truppenbewegungen, Gefechte und merkwürdige Verhandlungen und Treffen von SS-Einheiten und amerikanischen Soldaten. Eine Aussage nach dem Krieg zu dem Atommüllendlager Asse wirft weitere Fragen zu dem deutschen Atomprogramm im Zweiten Weltkrieg auf. Doch was finden wir tief unter der Erde vor? Finden wir die unterirdische Atomwaffenfabrik? So, was die wenigsten von euch wissen, neben YouTube bin ich auch noch leidenschaftlicher Modellbauer. Vorzugsweise im Maßstab 1:16 und Wehrtechnik aus den 30er und 40er Jahren. Weil ich auch im Modellbau sehr detailgetreu und geschichtshistorisch korrekt arbeiten möchte, muss ich mir die ein oder andere Inspiration holen und nachschauen, wo diese Technik damals im Einsatz war und wie sie eingesetzt wurde. Hier kommt Readly ins Spiel. Ich mache Readly auf und schaue mir die Zeitung Modellfan an. Aktuell baue ich das Sturmgeschütz 3. In Modellfan wird genau dieses Modell vorgestellt, gezeigt, wie es gebaut wird, wie es historisch korrekt gebaut wird. Und es gibt noch geschichtlichen Hintergrund dazu, also wo der Panzerkampfwagen damals eingesetzt war. Sollte mir das nicht ausreichen an Background-Wissen und natürlich auch an Bildern oder Einsatz- und Verwendungszweck dieses Fahrzeuges, dann schaue ich bei Militär und Geschichte rein und da bekomme ich weitere Hintergründe. Aber Readly bietet nicht nur was für Modellbaufans oder historisch Interessierte. Bei Readly könnt ihr auf 6000 nationale und internationale Magazine zurückgreifen und gerade das lesen, was euch interessiert. Mit einem Readly-Account könnt ihr 5 Profile anlegen. Das heißt, 5 Freunde können da ihr eigenes Profil haben und selber die Themen aussuchen und die Zeitungen oder Magazine aussuchen, die sie gerade interessieren. Und jetzt kommt das Beste. Readly funktioniert online. Das heißt, wenn es mal irgendwo Lieferengpässe gibt, kommt ihr nicht in die Bredouille, dass ihr die neueste Ausgabe eures Magazins nicht bekommt, weil sie ist online. Sie ist jederzeit verfügbar und natürlich klimaneutral. Es muss nicht abgedruckt werden, es muss nicht zu euch geschickt werden, etc. Seid ihr jetzt neugierig geworden, dann folgt dem ersten Link in meiner Videobeschreibung. Dort könnt ihr Readly für einen Monat kostenlos testen. Und ich wette mit euch, da ist für jeden etwas dabei. Egal, ob ihr Sport interessiert seid, euch für Modellbau interessiert oder natürlich auch für Militär, Technik oder Geschichte. Readly hat für jeden was zu bieten. Knapp 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges machte der stellvertretende Betriebsleiter Alwin Urff des Atommüllendlagers Asse eine verblüffende Aussage. Als wir 1967 mit der Einlagerung begannen, hat unsere Gesellschaft als erstes radioaktive Abfälle aus dem letzten Krieg versenkt. Jene Uranabfälle, die bei der Vorbereitung der deutschen Atombombe anfielen. Die mussten wir nämlich aus Betonbunkern in der Nähe von München herausholen, wo sie seinerzeit deponiert worden waren, weil man damals nicht wusste, wo in drei Teufelsnamen man das Zeug denn lassen solle. Das Zitat war in der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung am 29.07.1997 veröffentlicht. Warum hat Alwin Urff sich öffentlich zu den Abfällen aus der Atomforschung geäußert? Und warum hat er explizit die Uranabfälle der Herstellung der deutschen Atombombe genannt? Ein Strahlenschutzexperte deutete die Aussage von Urff. Die Abfälle wurden nicht in Asse eingelagert, sondern mit anderen Abfällen im Meer verklappt. Auch die Bundesregierung kann diesen Umstand nicht ausschließen. Die niedersächsische Landesregierung bestätigte auf Anfrage der Grünen die Verklappung von radioaktiven Abfällen vor Portugal. Wenn das Dritte Reich 1942 das Atomprogramm eingestellt hätte und das deutsche Atomprogramm weit hinter ihren Gegnern zurücklag, warum gibt es dann diese ganzen Aussagen und Geheimdienstberichte? Fassen wir zusammen. In dieser Anlage stellte man schweres Wasser für die Natururanreaktoren oder besser gesagt Schwerwasserreaktoren her. Uran war auch in ausreichender Menge vorhanden, da die Wismut nach dem Krieg Uran ausbeutete. 80 Tonnen Uran wurden alleine in Bad Schlema für sowjetische Atomwaffen abgebaut. Uran stand dem Dritten Reich in ausreichender Menge zur Verfügung.
Doch wie stellt man jetzt kernwaffenfähiges Uran aus Natururan her? Die Antwort? Zentrifugen. Doch dazu später mehr. Die Produktionsstollen sind kleiner dimensioniert und besitzen eine Höhe von ca. 5 und 6 Metern. Ursprünglich geplant waren 25 Produktionsstollen, lediglich 15 wurden begonnen und zum Teil fertiggestellt. Die Anlage besteht laut letztem Ausbaustand aus ca. 7 Kilometer Stollen, ca. 40 bis 45.000 Quadratmeter Gesamtfläche. Der Bau begann im Frühjahr 1944 und endete im März 1945. Am Bau beteiligt waren 15.000 zwangsverpflichtete Arbeiter. Vergleicht man diese Baustelle mit der im Jonastal, so stellt man auch hier eine deutliche Diskrepanz fest. Da diese Anlage auch vom Ingenieurbüro Fiebinger geplant wurde und die Stollen die charakteristische Eiform besitzen, so fragt man sich, warum die Stollen im Jonastal, die auch von Fiebingers Büro geplant wurden, diese Form nicht besitzen und warum sie gerade in den Berg verlaufen. Auch die Anzahl der beteiligten Arbeitskräfte ist identisch, aber der Gesamtbauvorschritt weicht stark von dem dieser Anlage ab. Die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden Anlagen besitzen, ist, dass die US-amerikanischen Streitkräfte einen großen Umweg in Kauf nahmen, um vor den Sowjets an den Stollen einzutreffen. Allerdings gelang es bei dieser Anlage nicht. Sie fiel den Sowjets in die Hände. Alleine diese Tatsache spricht für die Bedeutung der Anlagen und dass dort Technik gewesen sein muss, die für die Amerikaner mehr als wichtig waren. Für ein rudimentäres Stollensystem und ein Kugellagerwerk nimmt man solche militärische Strapazen und menschlichen Verluste sicher nicht auf. Nicht zuletzt opferte man für die Einnahme der beiden Anlagen die Eroberung Berlins. Dieses Privileg wurde den Sowjets zuteil. Hinter mir, also jetzt ist hier erstmal ein Verbruch, eine Verschüttung. Es geht noch weiter, oben ist auch ein Hohlraum. Mein Local, der mit mir hier ist, der ist jetzt gerade mal checken gegangen und schaut mal nach, was sich dahinter befindet. Weil das Problem ist mit dem Sand, wenn der irgendwo reinkommt, das haut sofort die Technik durch. Also die Lampe, eine Lampe hat es mir schon zerschossen. Die habe ich hier notdürftig geinstalliert, dass wir überhaupt noch Licht haben. Also großes Kameralicht natürlich. Ne? Handlampen haben wir natürlich immer dabei. Er ist jetzt rein, er hat keine Technik an sich, weil ich habe hier die Funkstrecke und sämtlichen Kram. Ob es dahinter weitergeht und wie weit es da natürlich weitergeht. So, das ist mein Local, mein Österreicher, der hat mich hier reingeführt und zeigt mir hier ein bisschen was. Und du warst jetzt gerade in dem Loch da drin, ne? Was finden wir denn da? Ja, da geht es steil bergauf, 25 Meter circa, da ist die Decke runtergekommen. Ja. Und sonst sieht man oben nur Muschelkalk, Decke und sonst ist da... Also Feierabend dahinter, Feierabend. Brauchen wir nicht reinkriechen. Hier haben wir einen Stollen und da hinten geht es auch nochmal weiter, aber deutlich geringer. So, und wenn ich mich jetzt mal umdrehe, habt ihr hier diesen künstlichen Hohlraum. Da ging es dann weiter und da hört es auf. Von links sind wir gekommen, also von der Richtung. Und wir sind da unten reingebogen, wo dieser Sandberg war, wo das Wasser da rauskam. So, und das ganze Ding hier, dieser ganze Hohlraum, der ist komplett künstlich. Entstanden durch die Sprengung. Also das ist bei der Sprengung alles runtergekommen. So, Hängstelle. Der Local schwingt sich schon durch. Und da wollen wir jetzt auch noch durch. Vor allen Dingen, ich bin nass geschwitzt. Ich habe jetzt gleich überall klebrigen Sand. Oh, wie ich mich freue. Oh. Das war kein Geschenk, da über diesen riesen Hügel rüber. Runter, da noch einen Hügel hoch. Also jetzt läuft es mir. Ich war gerade auf Erkundung. Und bin da rausgekommen, wo ich dachte, wo ich rauskomme, aber war mir nicht ganz sicher. Das heißt, ein riesen Sandberg hoch, runter, die Leiter gesehen und das Retour wieder zurück. Alter! So, was hat sich hinter diesem Schacht befunden? Hier haben wir tatsächlich noch Teile gefunden von Kugellagern. Also hier ist auch noch irgendwie ein Schieber oder sowas. Der lag hier nicht original, den hat man hingelegt, der ist lose. Und Versprengung. Schaut euch das mal an, was da wieder Schönes runtergekommen ist. Gut, was haben wir denn hier überhaupt noch aus dem Krieg? Was hat man hier produziert? So, warum das Kugellager waren? Wo ist denn jetzt das eine, was ich gerade hatte? Jetzt mal, hier ist so eine Forsche drin für die Kugeln. Ne? Also hier drin liefen die Kugeln, da ist die Forsche. So, und wir hatten doch gerade, ja genau, das ist das. Ne? So war das da drin und da waren dann die Kugeln drin, ne? Und liefen. Aber da war doch noch eins, was noch zusammen war, wo noch eine Kugel drin war, oder? Vertue ich mich da? Ja, auf jeden Fall, das sind Güter, die in der Produktion, die Produktion ausgeworfen hat. Ne? Diese Ringe, wo halt die Kugeln drin liefen. Hier ist das doch. Hier. Da. Aber sind auch keine Kugeln drin. Aber da liefen dann Kugeln drin. Und das sind die Produkte, die hier unter der Erde im Zweiten Weltkrieg
gefertigt worden waren. Ne? Also es ist schon, und in allen Größen. Ne? Die hat man hier irgendwie wahrscheinlich irgendwo gefunden und zusammengetragen. Also es ist schon ganz interessant mal zu sehen, was man dann hier gebaut hat im Zweiten Weltkrieg. Und das waren die fertigen, oder Teile der fertigen Güter hier. So, überleg mal, jetzt haben wir hier noch ein Fass stehen. Ne? Es ist noch da, also es löst sich auf, aber das 75 Jahre nach Kriegsende, ist hier noch dieses, ja wirklich Spuren von den Arbeitern zu finden. Haben wir hier noch so einen Holzbock liegen. Ne? Hier vor ist so ein kleiner Graben oder so ein kleiner Schacht mit Wasser, wird wahrscheinlich ein Pumpensumpf oder sowas gewesen sein. Hier vorne haben wir auch noch einen Holzbock. Und hier haben wir auch noch so einen Holzbock liegen und das war auch noch ein Fass, also da ist noch die Bindung von dem Fass und das ist der Bock. Und was auch noch interessant ist, die Halterungen für die Kabel hier, die sind aus Holz. Kommt vielleicht mal näher dran. Das sind Holzhalterungen. Die sind immer noch an Ort und Stelle, die lösen sich jetzt langsam auf. Aber sie sind immer noch tatsächlich da und sie sind auch immer noch in der Schiene drin. Ne? Also teilweise sind sie schon ein bisschen abgefault, also es zerlegt sich. Ne? Aber sie sind noch in der Halterung drin. So, hier sind wir auch noch in dem längsten aller Stollen und in dem höchsten. Also hier ist der Endausbau da. Es fehlt lediglich das Stahlbetongerüst innen drin. Jetzt haben wir hier eine bauchige Form und neben mir geht es circa 2 Meter, 2,50 Meter nach unten. Und auf 1,20 Meter, 1,50 Meter fängt ungefähr Wasser an. Also es ist schönes, klares Wasser. Man kann alles drin sehen. Ihr seht, es ist relativ tief. So, und in die Richtung ist der fertige Stollenausbau, lediglich Stahlbeton fehlt. Und hinten ist viereckig, bedeutet, da ist nur der Fahrstollen. Also da ist der Ausbau noch nicht so weit. So, und jetzt stehe ich im Fahrstollen. Vor mir, der Bereich, ist fertig ausgebaut. Und das ist wirklich nur der Fahrstollenbereich. Hier hätte es weiter nach oben gehen sollen. So, und dem folgen wir jetzt mal. Das ist laut unseren Informationen der längste Gang. Und er geht einmal komplett auf die andere Seite des Berges Richtung Autobahn. So, jetzt haben wir wieder einen wasserführenden Bereich. Das ist der Bereich, wo wir eben nicht weiter konnten, weil Wasser ist. Sind wir jetzt einfach von dem Seitenstollen rein. Da unten ist so ein kleiner Fahrstollen, auch unter Wasser. Und da vorne ist dieser große Quader, dieser Sockel oder was, den sie haben stehen lassen. Und da endet ja auch der Stollen. Also ihr seht, nach hier wurde nicht weiter ausgebaut. Es fehlt ein ganzes Stück und es ist wasserführend. Also hier kommt man wirklich fast überall ran, weil überall Querverbindungen sind. Dieser ganze Berg hier ist tatsächlich Schweizer Käse. Und was hier sofort ins Auge fällt, da ist schon rund ausgebaut und das Stück ist noch Fahrstollen. Größerer Fahrstollen und ganz unten kleinerer Fahrstollen. Und das hätte auch noch rund ausgearbeitet werden sollen. So, jetzt schaut euch mal an, wie glatt hier dieser Sandstein ist. Also das sieht wirklich aus wie wirklich glatt gezogen. Und wieder auch diese komische Form. Und wir sind jetzt im Prinzip einen Stollen weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, hier auch mal die verschiedenen Bauabschnitte zu sehen, die Bauphasen. Ne? So, das ist hier schon runtergekommen, seht ihr das? Da ist schon mal ein Stück abgebrochen. Ja, hier, das ist, ja, das fällt auch irgendwann runter. Ja, und dann seid ihr hier wieder in dem kleinen Fahrstollen, der unter Wasser steht. Relativ tief sogar. Und hier ist Ende. Ja, hier ist einfach nur die Kammer. Und da ist das schöne, klare Wasser. Schaut euch das mal an. Das Holz liegt noch da drin. Zeitkapsel. Absolute Zeitkapsel, das hier. So, jetzt sind wir an dem Bereich. Hier ist ein Fundament eingelassen. Das ist Beton und Backstein, sehe ich gerade. Und hier sind Gitter drin. Und der geht auf die andere Seite von den Berg. Und hier soll angeblich das Gitter zu Kriegszeiten eingezogen sein, dass von draußen keiner reinkommt und von drinnen keiner rauskommt. Und rechts neben, links neben euch ist eine Nische. Da soll angeblich ein Wachposten drin gestanden haben. Schwenkt mal da bitte einmal rüber, wenn es geht. Und das soll die Nische sein, jetzt hier, wo damals angeblich der Wachposten drin gestanden hat. Du brauchst nicht verschwinden, du bist Teil, du gehörst mit dazu. Ne? Das vom Wachpersonal damals bewacht haben. Wir laufen da mal durch und schauen mal, wo wir da ankommen und ob es da wohl möglich noch rausgeht. Aber laut unseren Informationen soll das zu sein, ne? Hast du auch gehört. Also von außen ist auf jeden Fall zu. Man kann zwar Richtung Ausgang klettern, aber da ist nur so ein kleines
Loch in das Gitter reingeschnitten. Und 20 Meter weiter haben wir hier wieder links und rechts Stahlbeton, Scharniere, war eine Türe drin und wieder diese Gitter. Hier ist noch ein so eine Schleuse. Ob das jetzt wirklich doppelt gesichert war, dass keiner rein oder rauskommt oder ob in dem hinteren Bereich womöglich Sprengstoffe lagerten oder hier gelagert wurden, es entzieht sich halt der Kenntnis. Man munkelt halt nur und sagt, das hat man hier zugemacht, damit von draußen keiner reinkommt und umgekehrt. Aber warum sollte man da einen Eingang schaffen, wenn da keiner rein sollte? Dann hätte man es auch lassen können. Also Fakt ist, hier sollte auf jeden Fall noch irgendwas ausgebaut werden. Halt, so weit ist man nicht gekommen, deswegen hat es man wahrscheinlich erstmal zugemacht. Wir gucken mal, was sich da hinten befindet. Und es geht wirklich schnurgeradeaus in diese Richtung. Also jetzt geht es hier nach oben. So ist gerade und so geht's. Sind ein paar Grad, was wir hier hochmarschieren müssen. Und die Stollen, Decke und Wände sind hier auch wieder schwarz. Wir folgen dem einfach mal und es ist zwar keine hohe Steigung, aber durch den Sand ist das irre anstrengend, hier hochzukommen. Also es ist wirklich sehr anstrengend, sich in diesem Bauwerk hier fortzubewegen. Ja, wer schon mal in der Wüste war, weiß das. So, und hier ist jetzt Beton eingezogen, würde ich sagen. Ja, da ist noch ein ganz kleines Loch. Ist das Gitter, oder? Ja, das ist das Gitter. Und ob es da rausgeht, das kann ich nicht sagen. Möglich, muss aber nicht. So, und hier ist noch ein Holzbalken von links nach rechts, wirklich über den Stollen. So hat es mal ausgesehen. Also hier waren überall in jedem Loch, was ihr seht, so ein Balken drüber. Und dann hatte man hier halt nach oben getrieben, ne? Um den fertigen Endausbau. Also Fahrstollen und die nächste Stufe wäre wieder nach oben. Und dieses Holz ist, ich fasse es jetzt nicht an, ich mache sonst immer den Fehler und lang rein und habe schmockige Finger, ganz genau. Mache ich jetzt nicht. Er fällt schon halb auseinander, aber er ist noch da. Und er veranschaulicht gut, wie es damals hier während der Bauphase tatsächlich mal ausgesehen hat. Oh, hier wächst schon so ein schöner Pilz. Guck mal, der hat so schöne Fasern. Und ja, hier, fass es nicht an. Was ist denn das? Ja, und guck mal den hier an. Ist das nicht ein Wurm? Alter? Nein, das ist ein Pilz. Das sind keine Würmer, das sind Pilze. Die sind, ja, auch, stimmt, das stimmt, der Pilz. Die sind auch nicht gesund. Also zu lange sollten wir uns hier nicht unbedingt aufhalten. Warte. Ich gebe dir 10 Euro, wenn du den einmal so... So, genug gealbert. Wir müssen professionell wirken. Zigaretten weg. Sprengstoff, Handgranate weg, Rabauts. So, also jetzt sind wir nochmal in so einem, er ist relativ niedrig, also ich kann... Also ich kann nicht gerade stehen. Nee, ich auch nicht ganz. Also ich habe aber noch einen Helm auf. Hier geht's. Da geht's, aber ist relativ niedrig. Und hinter uns ist auch wieder so ein Holzbalken und links und rechts liegt auch Holz. Das ist einfach mit den Jahren einfach verfault, ist auch patschnass alles. Und dann ist es eingebrochen und der Gang geht auch noch so weiter durch. Ist auch wieder ein ganz normaler Fahrstollen. Ja. Aber hier auch noch gut zu sehen mit dem Holzbalken, wie sie eingezogen waren. Und darüber hätt's dann, weißt du, dass du das Messer jetzt wegwerfen kannst und schön an der Hose und gleich über die Hose rüber und dann was essen. Und ne? Dann schneide ich es Butter runter. Ja, oh, und morgen wächst hier ein drittes Auge irgendwo aus der Stirn raus oder sowas. Und ein drittes Ei, kann natürlich auch passieren. Ne? Ja, wir gehen jetzt nochmal in die Richtung und schauen mal, was uns da erwartet. Los geht's. Aber wie geil die Geflechte da sind eigentlich. Ja, das sieht schon cool aus, ne? Aber ist trotzdem eklig. Ja, aber was die Natur so alles drauf hat. Ja. So, jetzt gerade gebückt. Jetzt wird es augenscheinlich wieder größer. Und hier stehen wir wieder in dem schon fast, ja, Endausbau erreicht. Hier fehlt nur noch Stahlbeton und die obligatorischen Kreuzungen. Fahrstollen nach rechts und Fahrstollen nach links. So, wir machen noch mal eben schnell eine Messung, wie hoch der rudimentäre Bereich ist. 9,44 Meter. Und die Breite beträgt 7,50 Meter an dieser Stelle. Also der Bereich ist wieder ein bisschen kleiner, aber nichtsdestotrotz sind es gigantische Ausmaße, was diese Anlage hier wirklich zu bieten hat. Hier ist auch wieder ein Bereich. Also erstmal ist diese Wand hier irgendwie ein bisschen rötlich. Warum auch immer das so ist. Dann haben wir hier eine Zwischendecke eingezogen. Also nur hier in dem Bereich. Und hier direkt vor euch, also vor mir, ist ein Mauerrest. Das heißt, hier war auch noch eine Mauer.
Und wenn ich hier wieder an die Decke leuchte, haben wir hier wieder genau diese vier Aussparungen, wo keiner weiß, wofür die sind. Ne? Also das ist jetzt schon der zweite Punkt. Drüben haben wir vier auf der linken Seite, vier auf der rechten Seite. Und hier ein Stück weiter haben wir nochmal vier einfach nach oben, diesmal mit dieser Zwischendecke. Aber was es gewesen sein könnte, wie gesagt, das weiß bis heute niemand, weil auch aus den Unterlagen ist es nicht erkenntlich oder es ist erkenntlich und es liegt noch in irgendwelchen Archiven und keiner hat es gefunden. Was ist bei dir da oben? Ach, du hast Fotos gemacht. Ich habe Fotos gemacht, aber ich gehe jetzt schauen. Geh mal schauen, ja. Also der Aufklärer läuft gerade da nach oben und prüft, wo es dahin geht, weil da haben wir offensichtlich auch wieder, ja, tschö, offensichtlich wieder eine Versprengung. Und darüber ist ein riesiger Hohlraum. Also wenn ich das von hier aus richtig sehe, geht es dann nochmal locker 5 bis 8 Meter nach oben. Und dann hat man hier versprengt und ein riesiger Hohlraum ist über der eigentlichen Tunneldecke entstanden. Also es ist wirklich gigantisch. Ja, und hier kann man auch nochmal sehen, die Decke ging auch hier weiter. Hier ist noch die Holzverschalung. Hier gucken, ist das nass. Da gucken sogar noch die Nägel raus. Also hier hätte auch nochmal was drüber gezogen werden sollen. Und man sieht es ja, es ist hier nochmal, also man hat erst diese Wand gebaut und hat sich dann entschlossen, diese dicken Zwischendecke einzuziehen und hat dann hier nochmal reingestemmt, um dann quasi diese Decke da einzuziehen. So, jetzt stehen wir in einem Bereich, also unter uns liegen Trümmer. Das war mal alles eine Mauer. Ihr seht, da ist es noch abgemauert. Hier geht's rein, hier war eine Zwischendecke, da war eine Zwischendecke und da oben nochmal. So, und das Weiße hier, das ist so eine Art Putz, das löst sich jetzt schon auf. Mit Struktur, das wird der Putz gewesen sein. Also das hat man verputzt und es ging bis da, wo er steht. So breit war der Raum. Links war so ein kleiner Zwischengang oder Durchgang. Und da hinten, seht ihr das? Bis dahin ging es dann. Also die Mauer machte dann da nochmal einen Versatz. Und das werden 2 Etagen Büros oder irgendwas gewesen sein. Wo hier dann, weiß ich nicht, Kommandantur drin saß. Ingenieurbüro beispielsweise oder irgendwas anderes. Ne? Aber dieser Bereich war fertig und die Trümmer sind die Resultate von eingerissenen Wänden tatsächlich. Es ist interessant zu sehen, auch wie hier dieser Putz, ihr seht das ja, diese Spuren da, wie das weich wird durch Wasser und dann so eine breiartige Masse wird. Ne? Also es ist wirklich sehr interessant und man kann das, wenn man ein bisschen logisch nachdenkt, ganz gut rekonstruieren, wie das hier im Krieg damals ausgesehen hat und was hier wahrscheinlich war. Also da nochmal gut zu sehen ist die Türe. Bei diesem Abschnitt wird es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die Verwaltungsräume der Steyr Daimler Puch AG handeln. Ähnlich wie in Zement B hat man hier Zwischendecken eingezogen, um die Fläche der Anlage zu vergrößern. So, das ist jetzt auch wieder ein Bereich. Hinter euch ist Rohrstollen und hier ist schon ausbetoniert. Und das macht hier so einen Knick. Wir gehen mal durch, schauen uns das an. Es ist wirklich sehr beeindruckend gebaut, weil es halt so ein bisschen um die Kurve gebaut ist. Ne? So, und dann sind wir jetzt noch in dem kleineren Stollen drin. Und das mündet in einen großen Stollen. Das ist dann dieser. Und dieser hat dann die Deckenhöhe von 8 Metern. Also wirklich den höchsten Bereich. Und es sieht ja also sehr imposant aus. Und wenn man nach da hinten guckt, da ist dann auch wieder der nackte Fels. Bis dahin hat man es noch vorgetrieben. Also auch irgendwie ein Sockel für irgendwas. Auf der anderen Seite dann auch nochmal, ja, auch wieder Ende vom Ausbau und hier wieder ein paar Meter niedriger. Dahinter wird es wieder größer und dann kommt schon wieder eine Sprengung, ein Verbruch und da sind wir eben runtergekommen. Und hier ist jeweils dann Ende. Hier ist einfach der gesamte Tunnel, die gesamte Tunneldecke abgestürzt nach da und hat es dann zugekracht. Da oben sind noch die Moniereisen, die hat es einfach rausgezogen, ja, weil dieses ganze Stück abgebrochen ist. Also es ist wirklich irre, was hier für Kräfte gewaltet haben müssen während den Explosionen. Ne? Und das Kuriose ist, das ist pechschwarz, das war auch schwarz, aber das ist mehr in so ein Grau übergegangen. Und das ist hier noch richtig pechschwarz. Was schon beeindruckend, dass einfach dieser ganze Tunnel kollabiert ist. Zurück zu dem Bau von Atomwaffen. Das Dritte Reich hatte also genug Natururan zur Verfügung. Davon lassen sich Reaktoren betreiben. Es dient aber nicht als Brennstoff für Atombomben, da es waffenunfähig ist.
Natururan besteht zu 99,3% aus dem Isotop Uran-238, welches sich nur schwer spalten lässt. Lediglich 0,7% Spaltmaterial Uran-U235 befindet sich im Natururan. Eben dieses Uran-U235 mit einer Reinheit von bis zu 90% benötigt man für den Bau von Atombomben. Wie reichert man Uran effektiv an? Mit Zentrifugen. Besser gesagt Gaszentrifugen oder Ultrazentrifugen. Eine zweite Methode erfolgt durch die Spaltung von Uran, bei der abtrennbares Plutonium entsteht. Der deutsche Ingenieur und Entwickler Konrad Karl Matthias Beierle hatte bereits 1941 die ersten Pläne für eine solche Anlage zur Anreicherung von Uran vorgelegt. Aus der Ultrazentrifuge wurde schließlich eines der bis heute weltweit verbreitetsten Verfahren zur Urananreicherung. Im Dritten Reich gab es bereits einen Nachfolger der Ultrazentrifuge, die Doppelzentrifuge. Zentrifugen kamen laut Zeugenaussagen recht häufig vor. Teilweise kleine Zentrifugen, über- und unterirdisch, aber auch große unterirdische. Auch im Jonastal sollen sich gegenüber der Stollen Zentrifugen im Untergrund verbergen. Der deutsche Physiker Max Steenbeck wurde nach dem Krieg in die Sowjetunion verbracht und hat dort die Zentrifugen für die Urananreicherung entwickelt und gebaut. Die Anreicherung von Uran in Zentrifugen ist bis heute das Standardverfahren. Das Dritte Reich besaß Wissenschaftler, die nach dem Krieg maßgeblich die Aufrüstung der Sowjetunion und der USA mit Atomwaffen aufbauten. Schwer vorstellbar, dass sie nicht bereits im Kriege diese Technologie erbaut und beherrscht haben. Zudem gab es viele Wissenschaftler, die Hans Kammler direkt unterstanden und nie an die Öffentlichkeit geraten sind. Diese Wissenschaftler haben vor Kriegsende neue Identitäten erhalten und ihre Akten wurden vernichtet. Mir liegen Aussagen vor, dass die Wissenschaftler der SS bereits wesentlich weiter gewesen seien als ihre zivilen Kollegen, die in der Öffentlichkeit standen. Die SS war der größte militärisch-industrielle Komplex im Dritten Reich, der zum Ende des Krieges eine gefährliche Eigendynamik entwickelt hat. Das Dritte Reich besaß also Zentrifugen zur Anreicherung von Uran. Diese Technik wurde von der SS unter Führung von Hans Kammler betrieben. All diese Vorgänge waren als geheimste Reichssache, als Staatsgeheimnis nach § 88 RStG behandelt und klassifiziert. Uran gab es ausreichend, schweres Wasser konnte ebenfalls ausreichend produziert werden und Uran konnte auch angereichert werden. Die Grundvoraussetzung für die Atombombe war damit geschaffen. Werfen wir an dieser Stelle einen Blick auf ein Dokument. Dabei soll es sich um einen Plan aus dem Ingenieurbüro Karl Fiebinger handeln. Dies versicherte mir der Übergeber des Dokumentes. Dieses Dokument zeigt im Zentrum die unterirdische Fabrik. Auffallend sind drei eingezeichnete Kreise. Diese Kreise sind mit 1000, 2000 und 3000 Meter beschriftet. Warum sollte ein Plan mit drei Kreisen als Staatsgeheimnis gekennzeichnet sein? Diese Karte erinnert an eine Karte, die zeigt, in welchem Radius eine Kernwaffenexplosion Zerstörungen verursacht bzw. sich eine Druckwelle ausbreitet. Offensichtlich hat der Zeichner hier einen möglichen Unfall mit einer Kernwaffe in der unterirdischen Fabrik eingezeichnet. Man wollte darstellen, in welchen Zonen eine besondere Gefahr ausgeht und welche Gebiete zerstört und in Mitleidenschaft gezogen werden. Die obere Etage der Fabrik liegt etwa 30 Meter unter der Erde. Für eine Atomwaffe ist diese Überdeckung mit Erdreich kein Hindernis. Schauen wir hierzu auf die USA. Die Operation Sedan. Sedan, a 100 kiloton nuclear cratering detonation. Dort wurde eine Atombombe mit 43 cm Durchmesser, einer Länge von 96,5 cm und lediglich 212 Kilo Gewicht in ein gebohrtes Loch mit einer Tiefe von 194 Metern abgelassen. 12 Millionen Tonnen Erdreich hoben sich bis in eine Höhe von 90 Metern. Ein Krater von 100 Metern Tiefe und 390 Meter Durchmesser blieb zurück. Wenn hier also eine Atomwaffe detonieren würde, dann sind 30 Meter also kein Hindernis und es würde ein enormer Schaden entstehen und viele Menschen ums Leben kommen. Dieser Plan zeigt laut den Berechnungen ein solches Schreckensszenario. Ähnlich sehen amerikanische Karten von den Abwürfen der Atombombe über Hiroshima und Nagasaki aus. Hier ist aber davon auszugehen, dass die Angaben in Fuß und nicht in Meter sind. Warum hatten die Deutschen einen solchen Plan zeichnen lassen? Eigentlich geht es hier um einen Lageplan zu den Siedlungen der Werkarbeiter. Doch die eingezeichneten Kreise mit Durchmesser von 1000, 2000 und 3000 Metern ergeben in einem solchen Plan keinen Sinn. Es sei denn, es handelt sich um einen Gefahrenabwehrplan, um zu errechnen, welches Gebiet bei einem Unfall sofort betroffen ist. So, hier sind wir in einem Bereich, auch völlig fertig ausbetoniert. Wir haben oben noch die für die Stromleitung, da lief Licht lang mit den Keramikisolatoren. Deutlich kleinerer Querschnitt als jetzt im vorderen Teil, ne? Also die Deckenhöhe ist niedriger.
Breite des Stollens hat nicht die Ausmaße wie in den anderen Stollen kleiner. Es geht in die Richtung. Und interessant ist, dass man natürlich hier auch tatsächlich produziert hat in diesen Anlagen. Und hier haben wir die Anzeichen dafür, dass hier damals wirklich was stattgefunden hat, dass man hier produziert hat. Wir haben hier so merkwürdige Fundamente, Sockel. So, und jetzt stehe ich auch in einem von diesen Fundamentsockeln. Hier drüber waren Maschinen, hier unten war dann auch irgendwas. Wie gesagt, was es genau war, was hier an Maschinen stand, ist mir nicht bekannt aktuell. Und hier sind auch wieder große Maschinensockel, hier haben größere Maschinen drauf gestanden. Hier kann man noch Stehbolzen gucken, noch aus den Sockeln raus, wo die Maschinen drauf montiert waren. Und hier vorne ist auch wieder ein Schacht, wo es nach unten geht. Warum man diese Bauweise gewählt hat damals, weiß ich auch nicht. Aber in diesen Bereichen hat man schon für die Kriegsindustrie, für die Rüstungsindustrie, für den Krieg produziert. Das Dritte Reich hatte die Lufthoheit verloren über sein Territorium. Die Industrie wurde massiv von alliierten Bomberstaffeln bombardiert, getroffen und zerstört. Also hat man sich dazu entschlossen, die gesamte Rüstungsproduktion unter die Erde zu verlagern. Und das sind die Anfänge dieser Anlage. Hier sollte auf 65.000 Quadratmeter eine riesengroße unterirdische Industrie entstehen. So, und hier ist auch wieder ein kleinerer Stollen. Also die Deckenhöhe, seht ihr selber, ist jetzt nicht so groß dimensioniert wie wirklich der größte Teil. Es ist auch runder und nicht so eiförmig. Ne? Und hier haben wir tatsächlich auch wieder Fundamente, Maschinenfundamente, Sockel. Und die gehen hier auch noch hinter mir, geht es auch noch nach unten. Ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt auch noch mal zusammen an, weil das einer der wenigen Bereiche ist, wo wirklich die Maschinen hier standen. So, dann haben wir hier schon, ist auch in Gänze wieder schwarz, ein Schacht nach unten. Oder ja, ein Schacht, ein viereckiger Schacht, wofür der auch immer war. Hier liegt auch noch ein Stück Kupferrohr oder sowas und irgendwelche Bauteile von früher. Also das so Bakalit oder was, da wird hier so eine Steckdose mit abgedeckt worden sein. Und dann haben wir hier weiter wieder Maschinensockel, auch wieder mit diesen Gruben, wo auch immer für die gewesen sein sollen. Und gut zu erkennen hat man hier halt noch diese Steh- oder Standbolzen, wo dann irgendwelche Maschinen drauf installiert waren. Ja. Also in diesem Bereich hat definitiv Produktion damals stattgefunden schon. Es ist einer der wenigen Stollen, die wirklich komplett ausgebaut sind. Also wie Decke, Wände und natürlich die Böden. So, da haben wir sogar noch einen Isolator aus Keramik. Da laufen sogar noch Kabel drüber. Die haben sie einfach nur irgendwann mal abgeschnitten. Da ist noch die Verschalung dran. Und hier ist auch schon ein Brocken, der abgesprengt wurde. Hier stehen wir auch wieder im Wasser. Ja, direkt Wässerchen. Also sieht schon monstermäßig aus hier drin. Ne? Ist echt schon schön. Auch die Spiegelung, guckt mal auf die Wasseroberfläche, wie schön sich das spiegelt. Geil. Ich stehe jetzt wieder in einem fertigen Stollen. Stahlbeton ist über mir und der Bereich so rudimentär. Man sieht gut wieder den Fahrstollen. Und da hat man schon eine Ausklinkung im Beton angestellt. Also das hätte noch alles rausgearbeitet werden sollen, damit die Dimension bis zum nächsten geht. Ja, hier unten relativ niedrige Decke und nach oben hin wieder ein bisschen höher. So, und die andere Seite ist im Prinzip ähnlich aufgebaut. Ich meinen Kopf einziehe und ich bin 1,82 groß. Im hinteren Teil ist die Anlage sehr nass, wie überall Wasser. Also diese Anlage wurde mal als Schießstand, als illegale benutzt. Also hier liegt noch jede Menge Munitionsreste. Der Großteil sind Schrotpatronen und 9mm habe ich jetzt hier gefunden. Das sind Hülsen, also keine Gefahrstoffe, dass hier noch irgendwo Munition rumliegt, die benutzbar ist und somit scharf. So, und hier haben wir wieder einen Stollen, der ist unter Wasser. Hier hat sogar einer noch ein Bötchen da gelassen. Also man könnte noch mit einem Bötchen weiter. Und wenn man hier guckt,
Hier geht es relativ tief nach unten. Das Wasser ist schön klar. Ja, das Wasser ist klar, es ist tief. Das Boot ist da und man könnte in die Richtung noch ein bisschen mit dem Boot fahren. Ja, also bis da hinten geht es, da hört der Stahlbeton auf. Und dann geht es mit Sandstein wieder weiter, so wie es aussieht. Ja, hier hat man drauf geschossen, das war der Kugelfang gewesen. Das liegt aber auch schon Jahre zurück. Durchsiebtes Stück Blech. Ja, hier geht es auch wieder weiter. Wir gehen hier mal durch. Und hier ist alles voller Schrotpatronen auf dem Boden. Also hier hat man gut Feuerzauber veranstaltet. Hier ist auch jetzt schon tatsächlich fertiger Boden drin. Also wir laufen über Betonboden hier. Und rechts wie links sind dann, obwohl links ist der Boden einfach nur rausgetrennt und rechts ist die Drainage für das Abwasser, also für das Sickerwasser quasi. Jetzt haben wir wieder hier eine recht große Versprengung oder Verschüttung. So, jetzt bin ich wieder auf dem Level der eigentlichen Stollendecke. Oh Gott. Also das hat hier damals ordentlich gerappelt. Da unten hängt sogar noch Filmer da eben drauf, siehst du? Da hängt noch irgendeine Stromverteilungsbox. Die rostet auch so vor sich hin. Ja, hier sind noch Reste von diesen Tonrohren zu erkennen, über das das Wasser aus der Anlage rausgeleitet wurde. Und hier laufen wir jetzt wieder über Trümmer rüber. Das ist ja riesig. Heute so gut wie unbekannt verfügt diese Stollenanlage über eine zweite, höher liegende Ebene. Diese Ebene besaß eine eigene Zufahrt, die den Alliierten aufgrund von Luftbildern bekannt war. Dieser Teil der Anlage war vollständig ausbetoniert und somit fertiggestellt. So, jetzt geht's hier hoch, zwei Seile. Da oben so ein Viereck ausgekleidet und da würde ich mich auch gerne mal umgucken. Also hier geht sowas hoch und dieses Seil ist komplett nass und hier steht auf 7 Meter, ist ein Mantelriss schon. Von dem Seil steht auch extra Danger und Gefahr, zweisprachig, weil man davor warnt, hochzugehen. Also man könnte im Vorstieg hoch. Ich habe jetzt auch keine Klettersachen bei und das mache ich auch nicht. Ich meine, warum ich das Ganze hier mache, weil mit mir irgendwas nicht stimmt. Aber so lebensmüde, dass ich da jetzt noch hochgehe und wir sind jetzt hier schon 8 Stunden unterwegs, bin ich jetzt auch nicht. Und man weiß halt auch nicht, wie es da oben aussieht, ob sich das dann lohnt. Also wir müssten dann wirklich mit dem Seil und im Vorstieg da hoch, das ist machbar, keine Frage. Aber ich habe das Equipment halt nicht bei dafür. Ne? Sonst könnte man das machen. Aber es ist schön, dass wir das auch gesehen haben. Aufgrund einer Sprengung ist dieser Teil fast vollständig zerstört und sein Zweck weitestgehend unbekannt. Hier hat sich die Produktion von Atombomben befunden. Wenn man Zeitzeugenaussagen, den Plan vom Büro Fiebinger und den Geschehnissen der letzten Tage des Zweiten Weltkriegs folgt. Lediglich ein Zugang befindet sich im Stollen 8. Dieser verband die beiden Anlagen über einen ca. 10 Meter hohen Aufzugsschacht miteinander. Der obere Teil soll laut Aussagen von Zeugen, die den Bereich erkundet haben, vollständig ausbetoniert sein. Dieser Bereich ist fast vollständig durch die Sprengung zerstört. Betrachten wir die Faktenlage. Die obere Etage war vollständig ausgebaut. Sie hatte eine eigene Zufahrt und war mit der unteren Anlage nur durch einen Aufzug verbunden. Die Arbeiter der unteren Anlage hatten keinen Zugang und keine Kenntnis, was sich über ihnen befindet. Man konnte also völlig autark und unter strengster Geheimhaltung in der oberen Etage agieren. Laut den Aussagen der Zeitzeugen wurde die Atomwaffe hier entmontiert. Die Aussage wirkte auf mich wie die Worte eines Phantasten. Schwer vorstellbar, dass hier wirklich eine Uranbombe hergestellt wurde. Von hier aus sollte die Uranbombe direkt zu den nahegelegenen Flughafen gelangen. Dort sollten dann Flugzeuge mit dem Atombomben bestückt werden. Der Standort war also geeignet. Er hatte alles, was man für den Bau und den Einsatz von Atomwaffen benötigte. Meine Kontaktpersonen berichteten mir von der Konzentrierung von SS-Einheiten, die diesen Standort in den letzten Kriegstagen erbittert verteidigt und sogar zum Gegenangriff ausholten. Dieser Sektor sollte eigentlich den Sowjets unterliegen. Die US-Amerikaner haben diese Vereinbarung aber ignoriert und wollten mit allen Mitteln in diesem Bereich vorstoßen und ihn nehmen. Ich recherchierte zu militärischen Aktivitäten im April bzw. Mai 1945. Die Vorgänge sind sehr komplex. Hier eine Kurzfassung zum besseren Verständnis über die Bedeutung der in der Anlage befindlichen Produkte und Dokumente. In diesem Bereich war neben regulären Wehrmachtseinheiten auch die 6. SS-Panzerarmee unter Führung von Generaloberst Sepp Dietrich. Es wurden massiv Truppen in diesem Bereich konzentriert. Die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend, das 1. und 2. SS-Panzerkorps, die Leibstandarte Adolf Hitler, die sich in die Heeresgruppe Süd
gliederte. All diese kampferfahrenen Einheiten und somit die Elite des Dritten Reiches wurden hier zusammengezogen und verteidigten dieses Gebiet gegen die aus Osten anrückende Rote Armee. Obwohl dieser Sektor den Sowjets zugeschrieben war, sind die US-Amerikaner dorthin vorgerückt. Schauen wir uns den Weg der dritten US-Armee genauer an. Von Frankfurt am Main ging es gerade auf Berlin zu. Plötzlich machten sie eine Rechtskurve nach Ohrdruf, dem Gebiet, dem heute ebenfalls ein Hochtechnologiezentrum und der Testort von zwei kleinen Atombomben gewesen sein soll. Thüringen wurde ebenfalls den Sowjets zugesichert. Es ging weiter in Richtung Wien. Warum ließ man Berlin links liegen? Und wollte mit aller Macht nach Ohrdruf und dann weiter in Richtung Wien. Hat man in Ohrdruf Erkenntnisse erbeutet, wo sich weitere Forschungs- und Produktionsanlagen befinden? Das letzte Aufgebot aus massiven und kampferfahrenen Kräften des Dritten Reiches konzentrierte sich also in diesem Bereich und verteidigte ihn erbittert. Warum sollte man einen kleinen Bereich so lange erbittert verteidigen? Wusste man um die Brisanz dieser Anlage? Wollte man hier, obwohl man wusste, dass der Krieg verloren ist, noch eine Waffe mit nie dagewesener Zerstörungskraft beschützen und sie zum Einsatz bringen? Oder war der Grund ein anderer? Es wurde eine stabile und somit die letzte Frontlinie in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges aufgebaut. In diesem Bereich, der durch die Deutschen gehalten wurde, befindet sich unsere unterirdische Fabrik. Doch schauen wir genauer auf die letzten Tage des Dritten Reiches. Besonders die SS-Einheiten versuchten, sich zu den Amerikanern durchzuschlagen. Diese Soldaten wollten nicht in sowjetische Kriegsgefangenschaft, denn das hätte den sicheren Tod bedeutet. Viele Wehrmachtseinheiten marschierten Richtung Westen, auf die US-Amerikaner zu. Doch haben sich die Einheiten, die in der Heeresgruppe Süd zusammengeschlossen haben, in diesem Sektor, der den Sowjets später in die Hände fiel, verschanzt. Das bedeutet, besonders für Dietrichs Einheit, den sicheren Tod. Warum sollten diese Soldaten und ihre Befehlshaber dieses Risiko eingehen? Hatten sie einen Trumpf in der Hinterhand? Blicken wir nun auf den kleinen Ort Amstetten. Hier kam es zum letzten Gefecht im Zweiten Weltkrieg. Hier die Hintergründe. Die bedingungslose Kapitulation von Generaloberst Alfred Jodl unterzeichnet sah vor, dass alle deutschen Einheiten sich dem im letzten Gefecht befindlichen Feind ergeben sollten. Das wäre für die Heeresgruppe Süd die Rote Armee gewesen. Am 7. Mai 1945 standen die amerikanischen Truppen an der Enns, der als Grenze des amerikanischen und sowjetischen Sektors dienen sollte. Die Sowjets standen in St. Pölten und die deutschen Truppen dazwischen. Diese Einheiten hätten sich den Sowjets ergeben müssen, doch das geschah nicht. Die gesamte Heeresgruppe Süd, die in die Heeresgruppe Ostmark umbenannt wurde, kam in amerikanische Gefangenschaft. Diese Einheiten setzten sich nach Westen in Richtung Enns und den amerikanischen Stellungen ab. Die amerikanischen Truppen stießen entgegen der Vereinbarung in Richtung Osten vor. Amerikanische und deutsche Truppen trafen sich in dem Dorf Amstetten. Teile der Heeresgruppe Ostmark hatten sich in diesem Ort versammelt und warteten allen Anschein nach auf die amerikanischen Truppen, die dann auch eintrafen. Zum Verständnis, hier standen die gefürchteten SS-Einheiten, die sich dann mit den US-Truppen trafen. Warum traf man sich? Hatte man zuvor alles Bedeutsame aus der unterirdischen Fabrik geholt, um es hier den US-Truppen zu übergeben? War das die Lebensversicherung für Dietrich und seine Männer, um in US-amerikanische Gefangenschaft zu kommen? Während der Zusammenkunft der beiden einstigen Gegner kamen plötzlich amerikanische Flugzeuge. Sie eröffneten das Feuer auf ihre Kameraden und die SS-Einheiten. Auch Bomben wurden abgeworfen. Es stellte sich raus, dass die Flugzeuge zur Unterstützung an die Sowjets übergeben wurden. Es war also ein sowjetischer Angriff auf ihre verbündeten amerikanischen Streitkräfte. Wollte der Sowjet verhindern, dass wichtige Unterlagen und Gerätschaften zum Bau der Atombombe an die US-Amerikaner übergeben werden? Fassen wir zusammen. Die SS-Einheiten trafen sich mit den amerikanischen Truppen. Bei diesem Treffen wurden sie von sowjetischen Flugzeugen angegriffen. Anschließend wurde die Heeresgruppe Ostmark über die Enns evakuiert und kam in US-amerikanische Gefangenschaft, obwohl sie sich hätten in sowjetische Gefangenschaft begeben müssen. Unter den Einheiten befanden sich viele Einheiten, die Kriegsverbrechen beschuldigt waren, somit auch die Teile der SS-Leibstandarte Adolf Hitler. Warum sollte man solche Einheiten die Gefangenschaft anbieten? Viele hochrangige Offiziere wurden nach dem Krieg wegen Kriegsverbrechen hingerichtet, Sepp Dietrich allerdings nicht. Hat Dietrich sich mit der Übergabe von Hochtechnologie freigekauft? Und hat man mitwissende Offiziere mit dem Tode bestraft, um Zeugen verschwinden zu lassen? Dietrich wurde in Abwesenheit in der Sowjetunion zum Tode verurteilt. 1946 erhielt Dietrich bei dem Malmedy-Prozess wegen Kriegsverbrechen eine lebenslange Freiheitsstrafe. Bereits im Jahre 1955 kam Dietrich frei. Eine deutlich milde Strafe für einen gefürchteten Kriegsverbrecher. In der Sowjetunion erwartet Dietrich der Tod. In US-amerikanische Gefangenschaft kam er milde davon. Zeugt das von einem Deal und die Übergabe von Technik und Staatsgeheimnissen?
Sepp Dietrich starb 1960 an einem Herzinfarkt. Zu seiner Beisetzung kamen 5000 Menschen, die meisten aus den Reihen seiner Soldaten. Kamen all diese Menschen, weil Dietrich ihnen durch seinen Handel mit den US-Amerikanern das Leben gerettet hat. Betrachten wir das weitere Geschehen. Am 16. Juni 1945 erfolgte auf dem Testgelände White Sands die erste Zündung der amerikanischen Atombombe zu Testzwecken. Diese Bombe war eine Plutoniumbombe. Die erste in einem Krieg abgeworfene Atombombe der Welt war über der japanischen Stadt Hiroshima am 6. August 1945. Diese Bombe war eine Uranbombe. Obwohl man eine Plutoniumbombe getestet hatte, warf man als erstes die Uranbombe. Offiziell heißt es, der Zünder der Uranbombe war zuverlässig und somit war ein Test nicht notwendig. Ein Land wie die USA testen immer neue Waffensysteme. Es ist unvorstellbar, dass eine Waffe solcher Tragweite ungetestet zum Einsatz kommt. Wenn der Zünder oder die Funktion der Bombe versagt hätten, dann hätte man dem Feind ein Prototyp Freihaus geliefert. Logisch wäre gewesen, zuerst die getestete Bombe abzuwerfen, um den Feind zu beeindrucken und massiv zu schwächen. Sollte das nicht ausreichen, hätte man immer noch die zweite ungetestete Bombe abwerfen können. Merkwürdig geht es weiter. Warum haben die USA erst ihre neue Waffe kurz nach der Kapitulation des Dritten Reiches testen können? Kam hier das deutsche Know-how ins Spiel, welches man erbeutet oder übergeben bekommen hat? Warum war man sich bei der Uranbombe über die Funktion so sicher? Verließ man sich hier auf die deutschen Tests oder waren es gar deutsche Bomben, die auf Japan fielen? Fakt ist, das Dritte Reich forschte an beiden Bombentypen. Dieser Teil der Geschichte wird wohl für immer unter strengster Geheimhaltung stehen. Doch gibt es klare Indizien, die darauf hindeuten, dass erst durch die deutsche Technologie die amerikanische Forschung zum Ziel kam und verbessert wurde. Diese Theorien werden unter Experten kontrovers diskutiert. Doch immer neue Puzzleteile kommen an die Öffentlichkeit. Dass das Dritte Reich deutlich weiter mit seiner Forschung war, als bislang bekannt. Von wem diese Technik stammt, ist in erster Linie unbedeutend. Bedeutender ist, dass die beiden Atombomben über Japan die ersten zwei und letzten zwei abgeworfenen Atombomben in einem Krieg waren und es bleiben. Ob die Abwürfe notwendig waren, sicher nicht, da das japanische Kaiserreich bereits am Boden lag. Wollten die Amerikaner die Waffe in einem Feldversuch testen? Sehr wahrscheinlich. Man benötigte Erkenntnisse über Zerstörung, Strahlung und Langzeitwirkung für den bereits neuen Krieg, den Kalten Krieg. Bis heute wurden weit mehr als 80 Atomwaffentests durchgeführt. Wie viele Tests oder Abwürfe kann diese Welt noch vertragen? Wir sollten der schrecklichsten Waffe der Menschheitsgeschichte ein für allemal ein Ende bereiten. In Gedenken an die zivilen Opfer der Atombombenabwürfe, deren Schätzungen sich auf 80.000 belaufen, und an die 70 Millionen Opfer des Zweiten Weltkrieges. Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen. Oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. John F. Kennedy.